Okay, jetzt aber. Okay, los jetzt hier. Ich hab Termine. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, zu einer neuen Ausgabe der Nerdstube an einem ganz normalen Tag im solchen Jahr 2016. Nichts passiert heute. Nothing to see here. An dem, so viel sei verraten, der Redaktion Totengräberstimmung herrscht. Eine kollektive Schockstarre. Wir wissen selbst noch nicht, was diese Ausgabe auf euch und auf uns zukommt. Wir haben keinen Plan. Wir haben so ein paar Themen vorbereitet, der gute Axel und ich. Wir werden ein bisschen aus der Hüfte schießen und mal gucken, was so bei rumkommt. Und dann legen wir gleich los, trotz der Umstände, die uns begleiten. Genau. God save us all. If there is a God. Somewhere. Anywhere. Please let there be a God. Mach jetzt die Matze hier weg, komm. Go, Shouty. It's my birthday. But no one cares because I'm not having a party. Because I'm feeling sorry for myself. Legen wir los und sprechen ein bisschen über Serien und dabei sprechen wir etwas über die Fall Season 2016, die jetzt ja so langsam am Ausklingen ist. Ich glaube, fast alle Neustarts sind so durch. Bald kommt die Mid-Season schon wieder. Also im Januar ist schon wieder die nächste Season. Neue Serien und alte Rückkehrer. Axel, wir hier bei Serien Junkies haben die Fall Season bei den Networks intensiv verfolgt. Ja, wie es unser Job ist. Jetzt sag mal du, als zum einen Redakteur und Angestellter und zum anderen als TV-Konsument generell, wie hast du denn die Fall Season 2016 wahrgenommen? Zwei Herzen, die in einer Brust schlagen, wie schon seit ein paar Jahren bei der Fall Season. Also es geht ja so ein bisschen stetig bergab, was die Networks angeht. Sie werden links und rechts und oben und unten überholt von anderen Sendern, die wild Serien produzieren. Oder von Streaming-Anbietern ausgestochen. Genau, wir befinden uns ja bekanntlich in Zeiten von Peak TV. Es gibt so viel Fernseh- und Streaming-Formate wie noch nie zuvor. Und da fällt es den Networks ein bisschen schwer mitzuhalten. Aber dieses Jahr war es dann vor der Network-Season so, dass es auch von amerikanischer Kritikerseite her so ein paar positivere Stimmen gab, dass Leute Sachen gesehen haben und sich gesagt haben, ja, darauf könnte man sich eventuell freuen und das könnte was werden. Und da gab es so ein paar Sachen, auf die ich mich dann auch so ein bisschen gefreut habe, die so ein bisschen in meinem Wheelhouse sind, wie man so gerne sagt. Und dann gab es natürlich die andere Seite als Rezensent. Das kennen wir alle hier bei Serienjunkies, wo es dann eben darum geht, diese große Bandbreite. Manchmal muss man eine Kugel abfangen. Take one for the team. So ist es. Und ja, da sind einem halt dann. Aber ich weiß gar nicht, ob mir dieses Jahr so viele schlimme Sachen zugefallen sind. Aber es sind einem schon Sachen zugefallen. Oh doch, Pure Genius. Ich erinnere mich gerade an Pure Genius, an diesen grandiosen Medizin. Alles andere als genial gewesen ist. Ja, ich muss zugeben, ich war im Endeffekt dann doch relativ enttäuscht von der Vorseason, gerade von gewissen Sendern, wobei ich bei denen weiß, genau das hätte, wo es passiert hat, was ich erwartet hatte. Denn ich nenne einfach mal CBS, dieses Old White Man Network, was halt dementsprechend auch Serien produziert. Also wir haben so Sitcom-Dinger wie Kevin Can Wait, Man with a Plan und jetzt auch dieses Great Indoors, was ich auch nicht so gut fand. Ja. Da war ich schon ziemlich enttäuscht, aber halt nicht überrascht, dass es so schlecht war. Ehrlich gesagt, ich habe mich da komplett rausgehalten, wenn ich mich rezensieren musste. Ja. Ich habe mir dann gedacht, ey, wenn unser Prakti Kevin Can Wait schon mit 2 Sternen bedacht, bedenkt, der eigentlich, was das angeht, so einen sehr offenen Geschmack hatte, sagen wir mal so, und da echt offen an Sachen rangegangen ist, wenn der da schon irgendwie die Sachen kopfschüttelnd. Ich meine, bei dir spielt ja eine gewisse Erfahrung mit rein. Du hast ja schon genug von den Dingern gesehen und sehen müssen. Genau. Von daher also kann man meistens ja schon am Trailer schon sehen, um Gottes Willen großen Bogen drum machen. Wenn das halt alles auch so plastikmäßig aussieht und wenn das Production Value einfach nicht da ist und wenn dann die. Ich habe ja mittlerweile auch ein großes Problem mit eingespielten Lachern aus der Konserve. Furchtbar, hasse ich wie die Pest. Ich kann das einfach nicht mehr. Ich weiß nicht, wie das heutzutage noch funktionieren kann. Also wir sehen ja so viele wunderbare Comedies oder Dramedies, die halt komplett ohne Lacher funktionieren, wo die Pointen aber auch perfekt dann darauf abgestimmt sind, dass sie halt nicht darauf angewiesen sind, dass irgendein künstliches Gelächter vom Band kommen muss, damit das witzig ist. Und selbst wenn du jetzt eine Show hast mit diesem künstlichen Gelächter, ist es nicht witzig. Ich finde es eher traurig, denn ich denke mir immer, das Lachen weg. Wenn du das Lachen wegdenkst, dann ist das richtig deprimierend eigentlich, was da abläuft. Ja, ich
Ich weiß auch gar nicht, wie die Ursprünge davon sind, von diesen Lachtracks. Keine Ahnung, es gab ja ursprünglich viele. Anne weiß es natürlich wieder. Schade, dass Anne nicht hier vor der Kamera sitzt. Das denke ich mir so. Ja, gut, es gibt ja oft das Live-Publikum, was ja dann natürlich auch die Lacher Sitcom mitbringt. Eben. Sitcom. Ja, okay. Der Hinweis sagt mir jetzt leider nichts, aber wir werden das jetzt geflissentlich ignorieren. Aber irgendwie komme ich jetzt gerade so ein bisschen, wir sind jetzt auch alle in großer Trauer versunken und jetzt komme ich auch gerade so ein bisschen drauf, dass CBS irgendwie auch so vielleicht als Spiegelung von Trump und dem weißen Amerika gesehen werden kann und irgendwie, ich meine, die haben... Das ist eine ganz heiße Sache auf der Spur. Der ich weiß es nicht, ich rede jetzt einfach mal, lass einfach mal frei, lass frei heute raus. Heute ist alles erlaubt. Ich werde freie Assoziation alles jetzt alles geht Mittwoch. Und ich weiß nicht, so... Also alle Ventile so, offen. Mir fällt gerade so eine Serie ein wie Blue Bloods, ne? Die läuft am Freitagabend und hat irgendwie, ich glaube, 18 Millionen Zuschauer oder sowas, aber das sind halt alles nur alte Zuschauer und wir, die in den sozialen Medien unterwegs sind, wir Millennials, ich weiß nicht, ob ich noch Millennial bin, aber wir denken, wir haben alle gedacht, dass das alles nicht sein kann mit Trump, weil wir halt alle auch in so einer Art Blase leben. Und es gibt aber diese andere Blase, die halt nicht auf Twitter unterwegs ist und die nicht jeden Tag rausbläst, wie scheiße alles ist, was Trump von sich lässt. Und die haben halt jetzt gewählt. So, also das ist jetzt meine Theorie. Und die gucken halt auch Blue Bloods am Freitagabend. Da haben wir es. Und gucken CBS und gucken halt Kevin Can Wait und gucken, was weiß ich noch alles. Und irgendwie, hat es, ich weiß nicht, ob es ultra viel Sinn ergibt, aber ich glaube, ein bisschen was ist da auf jeden Fall vorhanden. Wie gesagt, du darfst heute alles sagen, was du willst. Wir werden auch aufklären, warum später, warum Axel heute die Narrenfreiheit genießt. Oh ja. Aber nochmal zurückzukommen auf die Vorseason. Ja, ich versuche, diesen kleinen Schwenker wieder zurück in die Bahn zu bringen, auch wenn ich ihn wertzuschätzen weiß. Ja. Wir haben viel, also ich habe auch viel wirklich nicht gut gefunden, sowas wie zum Beispiel Timeless oder so, was ich eigentlich ganz interessant fand am Anfang, diese Zeitreise-Sache von Aaron Kripke und Sean Ryan, glaube ich. Mit hier aus Rectify. Genau, Abigail Spencer. Genau. Da war ich aber persönlich dann auch ziemlich enttäuscht gewesen. Aber es gab auch so ein paar Lichtblicke, du hast es schon erwähnt. Aha. Einige Kritiker haben am Anfang gesagt, hey, ein paar Sachen sind wirklich sehenswert. Und ich glaube, da sprechen wir uns beide, wenn wir sagen, sowas wie Pitch ist zum Beispiel eine sehr positive Überraschung gewesen. Diese Fox-Serie über die erste Baseballspielerin in der Major League. Genau, also Pitch habe ich ja auch im Pilot-Review mit 5 Sternen bedacht. Du alter Sportserien-Fan. Ja, das ist da ein bisschen mein Problem, weil ich halt bei so Sportenthusiasmus sofort fangen an, irgendwie bei mir die Tränen zu fließen und ich weiß auch nicht, was ich da für einen Defekt habe, keine Ahnung. Ist kein Ahnung. Defekt, das ist einfach nur Mensch. Nee, aber es ist, ja, genau. Aber ich kenne niemanden, der so sehr darauf abgeht und das hat dann halt alles wunderbar funktioniert. Ich gucke die Serie weiter, werde bestimmt auch irgendwann mal ein Staffel-Review dazu schreiben oder so. Die Sache ist die, dass sie schlechte Quoten hat. Ja. Ich weiß nicht, ob sie, da gab es auch noch keine Verlängerungsnachricht, sie hat auch noch keine Back-9-Order. Also es bleibt momentan bei 13 Episoden, wissen nicht, ob es noch mehr werden. Wäre auf jeden Fall schade. Ich glaube, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, weil die MLB ja auch dahinter steht mit dem Branding und so. Und Baseball ist ein Quotenmagnet und ein Garant in den USA tatsächlich, ja. Von daher könnte es irgendwie gut zusammenpassen, dass sie sagen, gutes Companion-Piece. Das Real-Life-Baseball ist ein Quotenmagnet, wenn die Cubs gewinnen nach 108 Jahren. aber ich weiß nicht, für Pitch funktioniert es noch nicht so richtig. Aber gut, wir wollen die Hoffnung nicht aufgeben. Es ist auf jeden Fall ein cooles Format. Die letzten paar Episoden waren auch nicht so besonders toll. Es hat auch so ein bisschen Kinderkrankheiten. Aber alles in allem freue ich mich eigentlich jede Woche auf eine neue Folge Pitch. Ist bei mir genauso. Also ist eine wunderbare Hauptfigur. Und was mir persönlich sehr gut gefällt daran, ist auch der Score. Der hat sowas sehr R&B gemixt mit orchestralen Klängen, so ein bisschen Streichermusik. Black Violin heißen die Jungs, die das machen. Und das ist wirklich perfekt und hat so viel Energie. Also ich bin immer ein bisschen pumped, wenn ich das gucke. Genau. Und so, yes, Ginny ist mal wieder irgendwie am Durchstarten. Ja. Bin ich voll dabei. Ein anderes Ding, was mir persönlich sehr gut gefallen hat und auch nach wie vor sehr gut läuft, ist The Good Place. Eine Comedy mit Kristen Bell und Ted Danson. Da war ich am Anfang ein bisschen unentschlossen, was ich davon halten soll. Und jetzt so nach 8, 9 Folgen hat sie das echt gemacht. Ich habe leider nicht weitergeguckt. Ja, ich habe ja die Pilot-Review gesehen. Dann sei es dir hier an der Stelle nochmal empfohlen, Axel. Ja, ich weiß. Ich habe dem auch 4 Sterne gegeben, dem ganzen Ding. Und ich mochte es auch. Aber
irgendwie hat mir dann so ein bisschen der Hook gefehlt. Also ich habe die ersten zwei Episoden geschaut und darüber geschrieben. Ich glaube, da haben viele so ein Problem mit gehabt. Wie kann diese Geschichte, also es geht ja um eine Person, die stirbt und nicht in die Hölle kommt, sondern fälschlicherweise in den Himmel oder sagen wir zum Good Place. Ja. Und da fragt man sich nach der ersten Folge, ja, wie soll die Geschichte denn noch weitererzählt werden? Das reicht doch mal wieder für einen Film als Prämisse. Ja. Aber das haben sie echt ganz gut hinbekommen mit ein paar lustigen Ideen, auch mit ganz tollen Darbietungen, Tendenzen, ist hervorragend. Das ist sowieso immer eine große Freude, ihn zu sehen, in welchem Format auch immer. Ja. Vielleicht nicht bei NCIS, weil CSI war es damals. CSI. Ja. CSI, ne? In den letzten Staffeln war CSI. Ja. Das habe ich jetzt nicht so verfolgt. Curb Your Enthusiasm kommt bald wieder. Da wo er auch wieder Start, dabei ist. Das solltest du dir auf jeden Fall nochmal anschauen. Gucken vielleicht auch viele Leute da draußen gerade. Ja. Wo wir gerade schon bei politischen Sachen waren, können wir vielleicht mal ganz kurz Designated Survivor ansprechen, das du ja auch begleitet hast mit Reviews am Anfang. Drei Episoden lang. Ja, und dann ist irgendwie der Zauber verflogen. Ich bin ja auch nach der zweiten Folge ausgestiegen, weil dann fand ich es alles ein bisschen zu US-Pathos-mäßig, generisch, langweilig. Auch wenn Kiefer, der gute Jack Bauer, ganz ordentlichen Präsidenten abgegeben hat. Wahrscheinlich sogar einen besseren Präsidenten als den die USA jetzt bekommen wird. Ich hoffe doch, also jeder Präsident wäre ein besserer Präsident. Selbst diese Klappe. Selbst diese Klappe, selbst dieses Glas, selbst ich und mein Glasverschluss. Ja, aber also Kiefer Sutherland war der große Draw für Designated Survivor, war auch so das Ding, wo alle sich die Hoffnung gemacht haben, dass er, wenn er wieder ins Fernsehen zurückkommt, mal ein bisschen in einer anderen Rolle. Und er ist ja auch, er hat es ja auch, macht es ja auch sehr gut. Und ich habe jetzt auch öfter mal gehört, dass in der 6., 7. Episode das ganze Ding besser werden soll. Aber es war halt irgendwie so. Hältst du 7 oder 8 Episoden durch, bis du sagst, also weißt du musst ja erstmal bis zu dieser Episode kommen, um zu sagen, okay, jetzt wird's besser. Das ist auch so eine große Frage heutzutage bei Peak TV, ne? Ob du wirklich dir 7 Episoden Zeit lässt, bei den Netflix-Sachen zum Beispiel. Ey, wait until the 8th episode, guys, then it gets really good. Ich will nicht so lange warten. Nee, ich will, dass es ab der 1. Episode geil wird. So. Oder ab der 2. Meinetwegen 2 Episoden. Und deswegen ist die kurze Antwort nein. Und außer es ist wirklich so, dass es breite Einigkeit herrscht bei uns in der Redaktion, bei unseren Kollegen, dass alle sagen, you gotta watch this show und so. Und dann lasse ich mich nochmal dazu hinreißen. Aber ansonsten hat man ja auch einfach keine Zeit. Also, ja, so ist es. Das ist eine ganz einfache Zeitfrage, außer man will halt einen ganzen Tag Fernsehen gucken. Also wir ziehen so ein kleines gemischtes Fazit zur Network Four Season, aber wir haben unsere Augen natürlich auch um die Networks herum, auf die Sachen herum gerichtet, vor allem sogar. Und da hat Axel schon im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, ja, sowas wie bei FX läuft zum Beispiel, die Dramedies, die jetzt da neu gestartet sind, das sind so die neuen Sachen, wo du echt sagst, auf jeden Fall anschauen. Ja, auf jeden Fall umgehauen war ich von Atlanta, habe auch eine Review zur 1. Staffel gelesen. Darf ich kurz reingrätschen? Gerne. Ich mag die Serie auch, aber manchmal erschließt sie sich mir nicht so. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Absicht natürlich. Es ist ein wahnsinnig bizarres Ding von Donald Glover. Hat wunderbare Einzelfolgen. Es gibt so eine, wo sie auf so, ich glaube, Black TV Network, wie hieß denn das? Irgendwie so. Ja, so eine typische Talkshow irgendwie nachspielen und dann die Werbung persiflieren, die auch eine der. Also wirklich eine der besten Dramedy-Episoden dieses Jahr, würde ich auch behaupten. Das ist wahnsinnig gut gemacht. Aber manchmal ist es so seltsam. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Für dich der Reiz daran war? Auf jeden Fall diese Mischung aus Dramedy und auch echtem Drama. Also irgendwie die Serie konnte alles, finde ich. Ich finde, die hatte Episoden, die waren straight up Comedy. Die waren einfach nur witzig. Dann gab es Episoden, die waren klassische Drama-Episoden. Die waren, da hast du wirklich gedacht, so, oh mein Gott, was passiert da jetzt? Und dann gab es eben diese Mischung aus allem und nichts. Irgendwie so diese absolut skurrilen Dinge. Also auch, das war ja auch in einzelnen Episoden eingestreut. Es gab ja nicht nur diese eine Episode, über die wir gerade gesprochen haben. Ban heißt sie. Sondern es gab auch am Ende von The Club zum Beispiel gab es eine Szene, die absolut skurril war, wo man nicht wusste, was passiert hier jetzt eigentlich so. Und das ist einfach so ein bisschen der Reiz. Und Anne fragt uns gerade, was Atlanta eigentlich ist. Ja, wir hoffen einfach, dass die Serienjunkies da draußen, die uns zugucken, natürlich Atlanta kennen. Ist eine Dramedy mit von und mit Donald Glover. Wenn nicht, dann schaut am besten auf Serienjunkies.de, was ist. Und schaut einen Trailer, den vielleicht Anne jetzt irgendwie kurz so unten drunter einblendet. Schieben wir das auf dich. What? No, this is a great environment for you. Nein, es ist eine wirklich sehenswerte Dramedy von FX, die auch demnächst
nach Deutschland kommt, zu Fox Deutschland. Genau. Ich bin gespannt, wie es dann wird. Ich glaube auch sogar in der Synchro. Also sowohl englische und deutsche Tonspur. Und da weiß ich nicht ganz so richtig, ob das funktionieren wird. Ich bin eh überrascht, dass das so schnell nach Deutschland kommt. Also, es spielt ja im schwarzen Atlanta quasi. Es sind hauptsächlich schwarze Darsteller. Es transportiert sehr, sehr gut dieses schwarze Lebensgefühl, obwohl ich das jetzt nicht einen richtigen Plot gibt es gar nicht so. Es ist so Leben. Ja, es ist so Louis-mäßig. Guck mal die Kamera drauf gerichtet und macht mal ein bisschen was. Aber es ist wahnsinnig spannend und es hat witzige Dialoge, es hat einen grandiosen Soundtrack. Es ist visuell auch cool umgesetzt, so diesen Indie-Flair, den so Sachen wie Louis auch haben. Von Hiro Murai, cooler Regisseur auf jeden Fall. Der bis vorher, jetzt, glaube ich, nur Musikvideos gemacht genau, und sowas. Ne? Von Childish Gambino, das ist ja die Rapper-Persona von Donald Glover. Aber absolut sehenswertes Ding für Leute, die den Fox-Channel empfangen in Deutschland. Ja. Sollten auf jeden Fall mal reingucken und dann vielleicht auch nicht unbedingt in der Synchro, aber ist auf jeden Fall absolut sehenswert, eins meiner absoluten Lieblinge. Hat sozusagen das mal wieder das amerikanische Kabelfernsehen wieder mehr zu bieten als die Networks. Mhm. Wir haben jetzt Atlanta erwähnt, ich bin großer Fan von Better Things. Absolut. Pamela Adlon ist auch so ein Louis-Ding, so ein bisschen, aber mit einer ganz eigenen Stimme, in einer wunderbaren Perspektive als alleinerziehende Mutter von drei Kindern oder von drei Mädels. Ja. Mom, don't come in here, no, don't come in here. In here. Jesus, Mom, you're so bipolar. Auch ganz wunderbare kleine Geschichten, läuft auch bei FX. Dann ist natürlich zurzeit immer noch großer Diskussionspunkt The Westworld bei vielen Leuten. Ich glaube, in den USA mehr als hier. Ja. Ich bin ja, habe das Gefühl, ich bin so in der Redaktion der noch am ehesten das verteidigt. fand die letzte Episode gut. Die sechste, die The Adversary, fand ich auch sehr eine gut. Eine der besten auf jeden Fall. Vielleicht, weil sie mal nicht so viel den Mystery-Weg gegangen ist, sondern sehr plot-driven war. Es gab schon so ein paar Logiklücken, wo man sich gedacht hat, wirklich, das passiert jetzt so. Aber einfach so das Gefühl, dass es dann transportiert hat, die Emotion von Maeve, Anne sagt es uns gerade, und das meine ich auch, also da gab es so eine Sequenz, die hat mich wirklich umgehauen. Also jeden, glaube ich. Also das war fantastisch, auch perfekt gespielt. Mhm. Mir gefällt gerade, was wir machen. Wir reden einfach, das finde ich sehr let's angenehm. Talk, guys, One Take Nerdstube, würde ich einfach mal behaupten. Westworld, wir haben es gerade erwähnt. Ich habe auch gerade, kann man auch zur Zeit sehen, über Sky Go und so, Insecure für mich ein bisschen entdeckt. Mhm. Die neue Issa Rae Dramedy von Larry Wilmer, glaube ich, auch mit, der da mit als Consultant und Producer, glaube ich, am Start ist. Ist halt auch wieder so ein Ding, so Slice of Life, live-mäßig. Eine junge Frau versucht sich irgendwie in ihrem Leben als, was ist es, Betreuerin für Schulkinder in der Freizeit oder so mit tollen Projekten. Und ist auch wieder eine sehr, sehr eigen, eine ganz andere Perspektive, die sich einem erst so ein bisschen erschließt und macht aber auch sehr viel Spaß und ist auch sehr musikalisch, finde ich. Also mehr so Richtung Rap und Hip-Hop und das sind nette Einflüsse. Wieder großartiger Soundtrack und die Serie ist, finde ich, wahnsinnig witzig. Die ist jetzt witziger noch, finde ich, als Better Things oder Atlanta. Hat weniger so Drama-Elemente. Ja. Also es gibt viele Momente, wo ich einfach nur echt herzhaft lachen muss. Und das gefällt mir an der besonders gut. Was ich ja kürzlich angefangen habe zu gucken, ist The Wars tatsächlich, obwohl es da um Gottes Willen. Bei da habe ich die erste Folge gesehen und dachte, nein, danke. Ja, und ich habe deswegen habe ich halt auch voll lang gewartet, bis ich damit angefangen habe, weil viele bei uns in der Redaktion gesagt haben, oh Gott, das ist so furchtbar und alles. Und ich muss wirklich sagen, mir gefällt es wahnsinnig gut. Also du bist aber auch so ein alter Sex in the City-Fan, wa? Nee, überhaupt nicht. Und das bist du eine Samantha oder eine Carrie? Ich bin alle gleichzeitig. Ich bin Mr. Big. Und ich gebe keinen weiteren Kommentar dazu ab. Aber die Boss, was ist denn daran jetzt so? Nee, ich mag die Boss einfach, ich mag einfach den Humor und ich habe danach erst dann, oder beim Abspann von der ersten Folge ist mir erst wieder in den Sinn gekommen, dass es von Sharon Horgan ja ist, die Catastrophe gemacht hat. Ja, stimmt. Und die großartig ist und die gerade echt auf so einer Welle des Erfolges schwimmt. Catastrophe gibt es bei Amazon Prime, fantastisch, gucken. Wahnsinnige, gute Serie und du hast sofort diesen Sound von Catastrophe auch nochmal in Divorce gespürt, zwar ein bisschen düsterer und zwar mit Figuren, die noch more unlikable sind als die in Catastrophe, aber ich weiß nicht, irgendwie fand ich es trotzdem wahnsinnig witzig, also es ist sehr, sehr dunkel, aber es ist auch, also dieser dunkle Humor funktioniert bei mir sehr, sehr gut und ich liebe einfach Thomas Hayden Church. Ja, ich finde, der ist ein großartiger Schauspieler und ich könnte ihn einfach einen ganzen Tag angucken, wie er deadpant. Und Sarah Jessica Parker war kein großer Sex in the City-Fan, habe vielleicht eine Handvoll Episoden gesehen. Aber die Carrie Diaries natürlich.
Die habe ich natürlich geguckt auf der CW, also da war ich ganz großer Fan, aber da war sie ja nicht dabei. Aber ich fand sie auch gut und dann in den Nebenrollen, da spielt Tracy Letts mit und dann Talia Balsam, also wirklich bis in die Nebenrollen großartig besetzt und ich bin momentan auf dem neuesten Stand und finde es echt grandios. Wie hätte ich das gedacht, bei dieser wild durcheinandergewürfelten Nerdstube gibt es eine Empfehlung zu Divorce. Yes, könnt ihr auch bei Sky Go schauen. Genau, wie wir gerade schon bei so HBO-Serien sind, können wir mal ein bisschen über was reden, was du am Wochenende gemacht hast, Axel? Game of Thrones. Nein, du warst bei einer Veranstaltung in... Wahnsinnige Überleitung. In Potsdam, erinnere ich mich richtig? Nee, in Berlin. In Berlin tatsächlich war es. Ach, aber dein Gesprächspartner bei diesem Interview, das du geführt hast, war in Potsdam bei so einer Veranstaltung dann, oder? Genau, also es geht um Terrence Winter. Mhm. Wer ihn nicht kennt, der ist Autor von The Sopranos, ist in der zweiten Staffel als Autor und Produzent zu den Sopranos gekommen, hat dann Boardwalk Empire ersonnen und Vinyl. Vinyl, ne? Ja, haben wir schon. Ja, nicht so großartig, habe ich auch viel drüber gesprochen. Genau. Und mit ihm habe ich gesprochen. Und habe ihn auch dann zu all diesen Sachen gefragt, wobei ich ein bisschen abgenerdet habe, was die Sopranos angeht. Also, wie oft hast du jetzt Sopranos schon in deinem Leben gesehen, Axel? Komplett. Es dürften so 6-7 Mal gewesen sein oder so. Das sind so über 80 Folgen. Sind es über 90? Ich glaube, 96 Folgen. 96 Folgen, ja. Na gut. Ja, Lebenszeit, ne? Andere Serien. Bei so einem durchschnittlichen Fernsehen, was vielleicht heutzutage rauskommt. Ich habe auch als Student nichts anderes gemacht, als The Sopranos und The Wire zu gucken. Deswegen, ich kannte da keine anderen Serien. Also wenig andere Serien. Aber genau. Es ist dann auch so ein bisschen aus mir rausgebrochen. Während des Interviews habe ich dann ständig irgendwie so gedacht, ja, ich will jetzt aber noch das wissen, was da in der zweiten Staffel passiert ist. Und ach ja, in der dritten Staffel war ja noch das und das. Und dann habe ich das ihn halt alles gefragt. Und er war sehr, sehr cool. Er hat das alles echt ohne Murren zu beantwortet und fand es auch dann irgendwie, hat sich auch mehr Zeit genommen, als er als eigentlich eingeplant war. Hast du ein bisschen, also dein Interview kommt noch bei Serien Junkies, genau. Ihr könnt es komplett nachlesen. Aber ich frage mal so, hast du ein bisschen nachgehakt wegen Vinyl, was da so abgelaufen ist? Ja, und da hat er auch sehr deutliche Worte gefunden. Kurz nochmal zur Info, da sollte es ja eine zweite Staffel geben. Nach der, sagen wir mal... Die war bereits bestellt. Erste Staffel, die jetzt nicht so viel, nicht so erfolgreich gewesen ist, quotenmäßig natürlich, aber auch von der Kritik her. Dann gab es irgendwie hinter den Kulissen Beef. Klassischen Beef. Terrence Winter ist von Bord gegangen, dann gab es neue Showrunner und dann ist das ganze Ding komplett gecancelt worden. Und du hast nachgehakt. Ich habe nachgehakt, genau. Und interessanterweise hat er das alles sehr auf die Programmierung von HBO geschoben, weil er meinte, dass Vinyl gestartet ist, als die zweite Hälfte von der 6. Staffel von The Walking Dead gestartet ist. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, er hatte von irgendeinem Cliffhanger gesprochen, der da aufgelöst wurde. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, welcher Cliffhanger das war. War es Glenn, ne? Dumpster Glenn. War das Dumpster Glenn? Okay. Und er meinte dann so, ja, er hat wochenlang versucht, mit HBO zu verhandeln, dass es nicht an diesem Tag startet und dass es nicht gegen Walking Dead antreten muss. Und war aber erfolglos und das war irgendwie so große Auseinandersetzung, die sie haben. Aber hatten. Das ist schon ich nenne es mal Ausrede, die so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist. Denn zum einen kann es nicht HBOs Anspruch sein, vor AMC einzuknicken und zu sagen, nee, nur weil da irgendwie was groß passieren könnte, strahlen wir das nicht aus. Zum anderen haben die halt mit den Piloten auch, was waren es, 1,5 Stunden? Ja. 2 Stunden, also auch ein bisschen die Geduld vielleicht strapaziert von einigen Leuten, das die halt dann auch sofort ausgeschaltet haben. Das war eben auch sein Argument. Er hat gemeint, sie hätten den Piloten als quasi Martin Scorsese-Film anpreisen sollen und den früher programmieren sollen, weil das kam, glaube ich, erst um 10. Ja. Und dann hat er gemeint, ja, die Leute, die haben dann halt einfach gedacht nach einer Stunde, was ist denn hier los? Wieso geht ein Hörten das nicht auf? Wieso geht das immer weiter? Es waren ja wirklich 2 Stunden. Also ich meine, das muss man sich auch nochmal überlegen, dass es einfach viel zu lang war. Und genau, das war auch für ihn ein Grund auf jeden Fall und er hat da halt wirklich drauf beharrt, dass es halt ein Einschaltquotenproblem war und sie hatten ja auch schlechte Einschaltquoten. Da kann HBO noch so lange drum rumreden, dass sie nicht so sehr viel drauf geben auf Einschaltquoten, aber wenn du unter einer Million Einschaltquote hast, dann ist es auch für HBO schlecht und das war eben sein großes Argument und dann hat er noch erzählt, dass sie ihm dann gesagt haben, er kann als Showrunner bleiben, aber er soll alle seine Autoren entlassen. Gut, das machst du als Schiffskapitän sozusagen nicht einfach deine Crew sozusagen im Stich lassen, sondern du sagst dann, entweder alle oder keiner. Genau, und dann hat er gesagt, so, ja, nee, mach ich nicht und dann musste er gehen. Sehr integer.
Ja, das muss auf jeden Fall hoch anrechnen. Aber wir wissen ja, dass er eigentlich ein sehr guter Autor ist und Showrunner. Wir haben es bei Boardwalk Empire gesehen, auch einer meiner Lieblinge von HBO, was ein bisschen natürlich auch am Period Piece liegt. Ich bin ja da sehr leicht für zu haben, aber es ist auch so eine sehr tolle Serie gewesen. Sopranos, du hast es erwähnt. Du hast aber auch dann herausgefunden, dass er schon wieder eine Zusammenarbeit führt mit HBO, aber er hat noch nicht gesagt, was es ist. Er hat gesagt, er schreibt einen Film gerade für HBO. Machen sie in letzter Zeit ja auch sehr viel. Fernsehfilme gab es ja vor einer Weile dieses The Long Way Bar, das mit Bryan Cranston, als er Lyndon B. Johnson gespielt hat, als Präsident. Mhm. Zwischendurch gab es auch noch diverse andere mit Kerry Washington, glaube ich. Ja, gab's genau, und mit Bank aus The Wire. Genau, hat auch mitgespielt, richtig. Und da ist er jetzt gerade am Machen. Da ist er gerade am Machen. Das ist auch wieder ein Period Piece für dich, Freund. Hm. Ich glaube, nicht so weit in die Vergangenheit, sondern in die 70er oder 80er, wenn ich mich recht erinnere. Es geht, glaube ich, Vinyl, der Film. Nee, es geht um Drogenkrieg und so weiter und so fort. Hat sich interessant angehört. Ich habe ihn dann auch gefragt, wie es denn aussieht, ob er jetzt angesichts des Erfolgs von The Walking Dead und Game of Thrones mal ein bisschen in die Fantasy-Richtung abdrifft. Ja. Dann hat er gemeint, nee, hat er keine Lust drauf. Er macht eher realistische Sachen. Das magst du ja besonders gerne, ne? Da bist du ja... Ich bin ja großer Fan von Gegenwartskunst. Contemporary. Genau. Serious. Mach mal wieder eine Serie, die in der Gegenwart angesiedelt ist. Ja, wirklich. Wiederholst dich, aber das darfst du. Du darfst heute alles. So, das war erstmal so ein bisschen alles, was uns gerade so umtreibt. Ja, genau. Was uns beschäftigt, was den Kopf gegangen mit ist. Politik zu tun. Ich habe vorhin noch die One-Take-Nürstube angepriesen. Wir müssen einen Cut machen, denn wir haben jetzt noch eine kleine Aufheiterung vielleicht für alle da draußen. Eine weitere Ausgabe des Retro-Game-TV-Quiz. Oh yeah. Der letzte Teil. Und dann werden wir wissen, wer der Sieger ist. Also, ich bin so gespannt. Los geht's. Ja. Da sind wir wieder mal bei Retro Game TV Quiz, unserer kleinen Spielshow innerhalb der Nerdstube. Diesmal ist Adam an meiner Seite. It's me, Adamio. Er kennt ihn vielleicht. Und jetzt haben wir wieder eine Runde, aber was genau hier passiert, das seht ihr in unserem kleinen Erklärvideo. In der ersten Runde des Retro Game TV Quiz spielen unsere Kandidaten den zeitlosen Klassiker Super Mario World für das Super Nintendo Entertainment System. Ach, das waren noch Zeiten. Der Spieler muss ein Level meistern und dabei von 20 Fragen so viele wie möglich beantworten. Für jede richtig beantwortete Frage gibt es einen Punkt. Für jede falsch beantwortete Frage gibt es zwar keinen Minuspunkt, dafür fällt sie jedoch komplett aus dem Spiel. Jeder Spieler darf dreimal eine Frage schieben, falls er oder sie die Antwort später geben möchte. Außerdem gibt es Bonuspunkte, wenn man das Level in einer bestimmten Zeitspanne meistert. Ach ja, wer stirbt, verliert. Und ab! Adam, bist bereit? Ich glaube ja. Du hast auch alles verstanden, keine weiteren Verständnisfragen? Ja. Gibt's Yoshi? Ich glaube in dieser Welt nicht. Wir spielen Donut Plains 2 mal wieder. Und ich bin gespannt, wie Adam sich schlägt. Ich bin bereit, du bist bereit? Ja. Leg los. Wie spielt man nochmal? Los geht's. Wie heißt der Hund in Rick and Morty, der dank einer Erfindung Ricks die Snuffles. Welt... Richtig. Welcher Late-Night-Host wechselte 2015 von Comedy Central zu CBS, um dort eine Abendshow zu moderieren? Um Gottes Willen. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision... Was viele nicht wissen, wir haben schon mal einen kleinen Piloten aufgenommen, da war Adam richtig, richtig gut. Ist dieser dumme Schildkrötenmensch da. What happened? Ich hab wo ist der Pilz hin? Ich glaube, das Spiel ist verbuggt. Ja, daran wird es liegen. Verbuggt mit Schildkrötenwesen, die Adam auflauern und ihn töten. Du hast zumindest eine Frage richtig beantwortet. Das ist stark. Ein Punkt für dich, Adam. Das war ein kurzes Vergnügen. Wir sehen uns demnächst wieder. Hier, bei Retro Game TV Quiz. Ich muss jetzt Adam trösten. Der kann das eigentlich. Was war los? Woran hat's die Lehen? Naja gut, die andere Mannschaft war auch stark und der Panzer-Dude, den hatte ich jetzt nicht erwartet. Da müssen wir mehr trainieren. Trainieren. Wir sehen uns.
Ja. All hail me. Metatron. Ja, wir haben leider noch keinen richtigen Preis für den kriegst du dieses Zepter. Da steht nicht Game of Thrones drauf, das ist eine Krone. Bin ich jetzt der König der Welt? Herzlichen Glückwunsch, Applaus. Ich höre ihn von hinten schamalen. Axel, du hast die erste Staffel des Retro Game TV Quiz, wo wir Super Mario Bros. 2 gespielt haben. Zwei? Super Mario World. World. So, nicht genau. Ach, ich bin komplett durcheinander. Wo du hast dominiert, du hast gewonnen, du hast sehr viele Fragen am Anfang. All hätte ich nicht sagen dürfen. Win, no matter what. So, okay, du warst sehr gut. Tim folgt dir auf dem zweiten Platz. Der hat sich auch nicht schlecht geschlagen. Und danach kommt, glaube ich, schon Henning, wenn ich mich nicht täusche. Was ist denn da los mit den anderen? Und Adam, ja, ihr habt es gesehen. Das war super seltsam, als wir das aufgenommen haben. Ich habe es selber nicht glauben können. Es war sehr skurril. Das war echt total seltsam. Auf jeden Fall. Ich bin glücklich, ich bin die Letzte. Ja, Anne ist auf den vorletzten Platz gekommen, fast aufs Treppchen, sehr gut. Ich brauche auf jeden Fall Gegner für die zweite Staffel. Du kriegst viel Ruhm und Ehre und du kriegst Gegner für die zweite Staffel. Wir überlegen gerade, was wir da machen. Ihr könnt uns immer Vorschläge schicken. Welche Spiele vielleicht sich dafür anbieten. Street Fighter. Vielleicht gehen wir ein bisschen in den Competition-Modus, ja, einer gegen einen, dann Fragen beantworten im Buzzer-Style. Das wird richtig von der Produktion her aufwendig. Battle-Mode spielen. Oh, Battle-Mode, Ballons abschießen. Also die Möglichkeiten sind endlos. Wir hoffen auf jeden Fall, dass euch das Retro-Game-TV-Quiz bisher gefallen hat. Uns macht es eine Menge Spaß. Auf jeden Fall. Und ich vor allem, wenn man gewinnt. All I do is... Nein, das hast du gerade schon angestimmt. ja, also... Hashtag winning, Hashtag Tiger. Du bist der amtierende Champion des Retro Game TV Quiz. Mal gucken, ob jemand dich von diesem Platz runterstoßen kann, von diesem Thron. Ja. Wenn es dann weitergeht. Wir schauen mal, wenn es dann soweit ist. Ich will auf jeden Fall meinen Eltern danken, die mir mit 13 ein Super Nintendo zu Weihnachten geschenkt haben. Ja, unlauterer Vorteil. Ja, der hat trainiert. Übrigens das Super Nintendo, mit dem wir hier gespielt haben. Richtig. Auch dafür danke an die Eltern von Axel. Die uns natürlich gerade zuschauen. Das war noch Technik, ey. Das hat bis 20 Jahre lang durchgehalten. Und es hält immer noch und wird sicherlich noch zum Einsatz kommen. Geil, ey. So, wir können eigentlich dann jetzt auch nach diesem feierlichen Ende die Nerdstube für diese Woche schließen. Für beendet erklärt. Für alle Zeiten. Ciao, Leute. Ich hoffe, ihr hattet heute etwas Spaß mit dieser etwas anderen Nerdstube. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen aufmuntern. Ja, wie gesagt, für uns, das, vielleicht hat man es gemerkt, das ist auch nicht ganz so einfach. Ich kann es mal wiederholen, in der Redaktion ist es super seltsam gerade, es ist sehr still. Wir haben Bauchweh. Und ich finde es interessant, weil es halt nicht in Deutschland ist, sondern in den USA. Und wir in Deutschland noch nächsten Jahr Bundestagswahl haben und noch unser eigenes Ding bevorsteht, wo wir bitte nicht versagen, liebe Menschen. Einfach nicht dumm sein. Ich wünsche es mir. Ja, ja. Also an die eigene Nase fassen, jetzt vor der eigenen Tür kehren. Jetzt wird das hier wieder so ansprachmäßig, das will ich gar nicht, dafür sind wir nicht da. Aber heute ist irgendwie, glaube ich, alles erlaubt. Also, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Abonniert uns auf YouTube, da freuen wir uns drüber, den Serienjunkies-Kanal. Da gibt es einige Sachen zu sehen. Jetzt auch Interviews zu Dr. Strange, die hat Adam geführt mit Benedict Cumberbatch und Regisseur Scott Derrickson. Gerade den Cumberbatch hat er richtig in die Mangel genommen, ist sehr unterhaltsam, hat Adam sehr gut gemacht. Super Interview. Also schaut da mal rein, wir freuen uns über Zuschriften, über Feedback, wenn ihr euren besten Freunden und härtesten Feinden von dieser Show erzählt und sagt, hey, schaut da mal rein, das könnte ganz cool sein. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder, 19:30 am Mittwoch hier auf Twitch oder auf YouTube. Oder als Podcast oder auch als Videopodcast bei iTunes. Wir sind überall. Umarmt irgendjemand heute. Ja. Macht's gut, wir verabschieden uns und bis demnächst. Ciao. Tschüssi.